Ja, ich wette, das braucht irgendwie eine Kombination, die wir nicht wissen. Du versuchst es einfach erstmal. Ah, warte, jetzt passiert da irgendwas. So wie es klingt. Da ist der Schlüssel. Diese Lochkarten brauche ich nicht mehr. Okay, jetzt können wir die wegschmeißen, das sein? Hat sich schon. Einfach alle Lochkarten rein, dann geht das. Ja. Komm weiter! Ich hätte mal, dass der leere Sarg drin. Genau. Vielleicht noch irgendwas anderes, ein Zettelchen oder irgendwie. Vielleicht sogar der Bauplan, die der mit ins Grab gesteckt hat. Eine gruftige Stimmung. Tja, hier geht's nur einmal weiter. Hans Vorarlberg. Oh nein, dass man das aufmachen muss. Hab ich doch gesagt. Das ist makaber. Aber zum Glück wissen wir, dass es da leer ist, ne? Das sollte leer sein. Und da ist ein Artikel. Tödlicher Sturz auf der Alm. Ein schwerer Schicksalsschlag traf gestern die Familie Vorarlberg. Der leblose Körper des 18-jährigen Hans Vorarlberg wurde von seinem Vater am Fuß eines Abgrunds gefunden. Ja klar. Der morgendliche Nebel und die rutschigen Felsen waren zweifelsohne der Grund für den tödlichen Sturz des jungen Mannes. Dieser Ansicht ist auch die Familie. Augenzeugen des Unglücks gibt es nicht. Bereits vor etwa 8 Jahren wurde Hans bei einem Sturz im Gebirge schwer verletzt und hat sich nie völlig von seinen Verletzungen erholt. So war es auch für niemanden ein Geheimnis, dass der seit seinem Unfall verschlossen und in sich gekehrte junge Mann, der später immer die Manufaktur Vorarlberg übernehmen sollte, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Im Namen der gesamten Redaktion möchten wir hiermit den Angehörigen Herrn Vorarlberg und seiner Tochter Anna, die heute die alleinige Erbin der Automatenmanufaktur ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Und was haben wir jetzt da? Eine neue Klangwalze? Die können wir in die Spieluhr stecken. Dann klemmt die nicht mehr. Hoffen. Tja, müssen wir hier noch irgendwas machen? Ich denke mal nicht, oder? Nö, das ist eindeutig. Ja. Wir lassen das auch schön offen, weil... Wir sind so ungehobelt, das war ja sowieso zum Glück leer. Denn Hans lebt ja noch, ne? Damit haben wir schon mal hier alles erledigt. Wir können fast schon stolz auf uns sein. Ich klopfe meinem Freund mal auf die Schulter. Toll gemacht, Schatz. Und weiter geht's. So, jetzt geht der lange Marsch wieder los, auch zur Fabrik. Hopp, 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 hopp. Ein bisschen Morgensport und wenn das morgen der Tag um ist, dann sind wir 20 Kilo leichter. Und nicht mehr vorhanden. Na? No.
Bestimmt ist da eine Nachricht oder irgendwas. Ja, für die Maschine, oder? Weißt du, wo ich nur Angst habe? Dass unser Inventar wieder leer sein wird. Ist das jetzt halt leer? Nee, noch nicht ganz, aber gleich wieder. Und dann wieder eine Maschinenreparatur. Genau. Die Tür ist da rechts. Tja, dann mal schauen, was sie zu sagen hat. Aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal. Da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Und da füllt sich unser Inventar wieder. Mit den zwei Puppen, die dann wohl dieses letzte Souvenir sind für die Reise, würde ich mal sagen, oder? Ja, bestimmt. Tja, damit haben wir wohl auch hier alles erledigt. Dann ist die letzte Station wohl der Zug. Ja. Irgendwas müssen wir zwar noch mit dem Notar machen, weil sonst hätten wir die Tinte ja umsonst da reingekippt. Und vielleicht hier oben auch noch, aber das gucken wir. Zug? Boah, das ist ein Erinnerungsstück. Vielleicht begegnet uns dann auch der Oscar. Ja. Oder auch nicht. Oder wir fahren den Zug ganz alleine. Wer braucht schon einen Schaffner? Hier hat sich jedenfalls nichts verändert. Man hört wieder munter den Putzmann im Hintergrund. Musik
Muss das vielleicht in die Mitte? Ja, wunderbar. Da fehlt uns trotzdem noch ein Teil. Ein Teil fehlt uns noch. Vielleicht die Klangwalze unten rein. Unten? Geht das? Gleiche Sequenz? Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemanden zu erzählen. Aber lass mal weiterlaufen, vielleicht zeigen die noch mehr. Da hinten ist es! Guck! Sieht jetzt bisher nicht so aus. Aber da ist ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ah, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. Hm. Ich glaube, das können wir überspringen. Meinst du? Ja. Nicht, wenn das dann jetzt gleich noch weitergeht, weil die Geschichte weiter erzählt wird. Ja, kann sein. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans! Das ist ja, doch aber viel ich hätte zu hoch. Eine andere Idee noch. Okay. Sei vorsichtig, Hans. Ja, da fehlt uns wohl noch eine Figur, ne? Oder eine Platz. Ne, scheinbar nichts mein Neues. Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. Naja, die hält die halt komisch, aber sonst. Okay, nein, das war die gleiche Sequenz. Okay. Macht ihr schon automatisch? Ja. Eigentlich. Wollte ich das jetzt? Ach so. Okay. Ach, die Musik wieder. Ich glaube, wir haben den Zug jetzt mit Musik beleuchtet. Also bestrahlt. Mal schauen. Ich kann ja nichts machen. Nee. Aber es bringt die jetzt wieder von alleine weg. Das ist ja schon mal was. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Komisch sind nur, da sind noch zwei Plätze frei. Die kann man nicht benutzen. Okay, dann haben wir es vielleicht geschafft. Wollt ihr jetzt raus hier? Ist im Schlafzimmer noch was? Nee, ne? Gucken wir mal. Immerhin haben wir jetzt bisschen Musik abgespielt. Nee. Ja. Aber immerhin sind wir jetzt schon mal ein Stück weiter. Oh ja. Ich dachte, dass das jetzt irgendwie so eine geheime Botschaft wäre in der zweiten Walze. Ja, nee, leider war das ganz genau die gleiche. Das hätten sie sich auch ein bisschen sparen können. Aber, naja. Pfeift er immer noch? Ja, der pfeift immer noch. Ja, ich hab grad Musik gemacht. Nee, mit dem kann man immer noch nichts anfangen. Aber ich frag mich wirklich, was wir jetzt machen müssen. Jetzt haben wir alles gemacht, bis auf die Maschine betätigt. Im Friedhofskapelle waren wir jetzt. War da noch irgendwas auf dem Friedhof? Eine Tür? Nur das Grabstein noch. Und ganz hinten links war doch auch noch eine Tür, oder? Hm. Ach,
Also wenn man so rechts rumgegangen ist, dann auf der linken Seite war da auch eine Tür. Sind wir da durchgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder hast du noch eine Idee? Gerade nicht, aber ich frage mich, welche Tür du meinst. Wir haben... So, am Friedhof haben wir alles abgehakt. Bis auf das Grabstein. Den Grabstein. Den Grabstein, ja. Die Frau hier will irgendwie... wie einen komischen Roboter. Und im Inventar haben wir wieder nichts, oder? Wir haben nichts. Nein. Warte, Zeitung. Hier blieb das Fahrrad. Zeitungsartikel? Das ist das, was wir im Garten. Ja. Der Notar vielleicht? Aber wollte ja nicht gestört werden. Vielleicht klingelt ja gleich das Telefon. Bei der Frau, die wir ihre Maschine haben. Die Maschine müssen wir bestimmt herstellen, damit wir da weiterkommen. Ja, denke ich auch. Huh? Was? Dein muss ich nicht. Wir am Grübeln. Momo ist weg. Momo brauchen wir auch nicht mehr, glaube ich. Das hat sich jetzt erledigt. Ja, ohne Schuss zu sagen. Denke nicht. Was für ein Freund. Vielleicht steht er am Hauptbahnhof und winkt uns nochmal, weißt du das? Ja. Sicher, dass wir wieder hier rein müssen? Ich bin mir nicht sicher. Aber... ich wusste jetzt nicht wohin. Weißt du, wir haben nichts im Inventar, wir wissen nicht, was wir machen müssen. Friedhof haben wir abgehakt. Wir könnten höchstens noch am Grabstein gleich gucken. Mhm. Ja, den gab's ja auch noch irgendwie, ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass der Kerl was Neues zu sagen hat. Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Wall. Nein, nein. Ach. Nicht weiter schlimm. Siehst ich werde mich mal. Ganz wie. Entweder Notar. Friedhof. Und die Maschine, die muss ja auch noch irgendwas herstellen. Nur wie machen wir das? Die mit dem Holz. Vielleicht mit den Typen hier auch reden. Mit den alten Mann. Ich dachte erst Notar, aber du kannst ja gern gucken. Aber ich denke mal, der will wieder nur über alte Zeiten reden. Oder? Ich renne nochmal zum Friedhof. Okay. Dann kurz zum Grabstein. Okay. Ja, wir müssen irgendwas rausfinden wieder. Wir finden schon wieder den richtigen Weg. So, da nochmal gucken. Da haben wir eigentlich alles, finde ich. Ach, da kommt. Ach, da kommt gleich in die Kapelle rein. Oder Kirche. Du dummer Grabstein. Du bist ja wunderschön und groß, ne? Aber ist vielleicht für nichts gut. Was, zum Ablenken? Zum Ablenken. Ich meine, wir könnten ja noch mal vorne gucken. Jetzt einmal rum, nicht wo der Aufzug war, sondern ganz hinten rechts, da war noch mal eine Tür. Oder war da keine mehr? Da geht's nur dahin, die Tür. Ja, waren wir da drin? Ja, da haben wir die Lochkarten geholt. Ja, war das die mit den Schubladen? Mhm. Achso. Da oben brauchen wir nicht mehr. Ja, dann haben wir eigentlich alles, oder? Wollen wir einmal nochmal hier gucken? Vielleicht ist da jemand wach geworden. Denke mal nicht. Ich denke mal, das ist verriegelt weiterhin. Wir haben ja eigentlich das Wichtigste hier. Dann sind wir ja durch. Ja, dann fehlt nur noch der Notar, der Zug und in der Maschine, also in der Fabrik, die Maschine, die irgendwas herstellt. Aber wir haben jetzt keine wirkliche neue Karte. Auch keinen Herstellungsplan. Dann würde ich zum Notar gehen.
Der kann den Brief vom Pfarrer absegnen. Mit dem Stempelding. Ja, aber was bringt das? Vielleicht müssen wir das ja zum unseren Dingen stellen. Ja, so dass der weiß, dass das Grab wirklich leer war, oder warum? Nein, mal schauen. Das ist hier eine Arbeit. Man klickt sich durch das Spiel, fragt sich, wie man weiterkommt. Dann ist das Inventar ganz leer. Dann ist es wieder ein bisschen voll und macht Hoffnung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Besonders wie kurz nur. Ja, wie ja, kurz. Wir haben ja diesen dummen Schlüssel gesucht. Der natürlich hinterm Kreuz hängen muss, ist einfach so. Ach, das war auch echt nicht gut zu entdecken. Bin auch froh, dass wir die Lupe da auch gesehen haben, sonst hätten wir vielleicht noch eine halbe Stunde drum rumgerätselt. So. Du läufst jetzt erstmal hier rum. Du stempelst jetzt das. Also müssen wir vielleicht auch noch mit denen reden, aber. Du. Nein, das ist nicht richtig. Was haben wir denn noch? Wir haben. Nein, da unten. Zeitungsartikel. Na, und das über den Notar? Ja, nochmal rein da. Was ist das? Brief an den Notar? Nein, das war auch nichts, ne? Das war der Brief, den der zugeschickt hat. Ja, vielleicht will er wieder mit uns reden. Ach, das habe ich vergessen. Nein. Okay, jetzt wird's schwerer. Jo. Soll ich doch jetzt mal hier die ganzen Häuser abklappern? Nein, wir haben doch das Wichtige hier. Ja, wohin willst du jetzt gehen? Oder warte mal. Ja, Telefon? Wir machen Telefon. Du wohnst. Hm? Ja, wir können es versuchen. Wenn da nichts zu reden gibt, dann merken wir das ja. Anwaltskanzlei, Marsner Blomen. Alle. Versuchen wir es mal beim Freund. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Dan. Olivia? Na, es ist wieder zu dem Punkt gekommen, wo wir ratlos sind. Hier ist der Anruf geantwortet. Mutti, mal gucken, ob die Maniküre jetzt endlich vorbei ist. Sobald ich meine Maniküre... Oh, natürlich nicht. Tja, das war's leider an Versuchen. Die Treppe da geht's auch nicht hoch, oder? Nee. Nein. So, da geht's nur weiter zum Staudamm. Ich könnte jetzt noch das hier abklappern. Ich mach das jetzt mal. Dann mach das jetzt. Sonst hängen wir hier 20 Jahre. Ja. Dahin muss. Und das möchte doch keiner. Ja, da bringt nichts, das ist der Staudamm mit der Höhle. Ja, in der Höhle war ja nichts. Außer, wir können jetzt in die Höhle auf den Felsen gehen. Klettern. Und dann? Weiß ich nicht. Ja toll, das Mammut haben wir doch schon. Das lag auf dem Boden. Wo ist Mumu? Weg. Dann guck ich hinten nochmal. Dahin muss ich. Tja, der Notar hat sich jetzt auch erstmal erledigt. Dahin muss ich nicht. Vielleicht muss ich ja jetzt an den Koffer. Wieso? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der Kerl will nicht mit uns über Sachen reden. Boah, der raucht immer noch. Nee, der ist ein Kettenraucher. Der sitzt wahrscheinlich den ganzen der Tag da. Wir müssen auf jeden Fall da noch was machen. Genau, so weit sind wir dann auch.
toll. Lass doch mal hier. Was möchtest du machen? Zur Gartentruppe. Die ist die einzige, die noch lebt und uns irgendwie einen Tipp geben kann. Ja, der alte Mann will ja nur nochmal nur über alte Zeit. Vielleicht will es uns auch einen Tipp geben. Hier oben könnte Momo sein. Nein, der ist ja weg. Der hat aber nichts gesagt, das ist so komisch. Vielleicht sitzt er auch. Warte mal. Vielleicht kann man der Frau warte, ja die warte. Blätter hinhalten. Warte mal. Wer immer Momo ist oben und auf dem Stuhl, da wo der Hans diesen Mammut gemalt hat. An den Balken. Meinst du? Was haben die Entwickler denn so mit Mammuts? Spiria heißt das, ne? Ja, klar. Und hier war die Seite mit dem. Hey, warte mal. Was ist das? Ach nee. Hier ist einfach nur eine Kiste, die man nicht aufmachen kann. Hier war doch das Tagebuch drin. Nein, ich dachte da. Aber nee. Schön, das kann. Ja, aber man kann man nichts mehr machen. Das haben wir jetzt erledigt. Zeigen der Gärtnerin die Blätter. Und dann redet die endlich mal was Vernünftiges. Meinst du? Nein, nicht unbedingt, aber man kann es versuchen. Das ist jetzt unser letzter Anhaltspunkt, den wir noch haben. So, jetzt gibt da mal ein Blatt. Nein. 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 Das Tagebuch vielleicht. Ach komm schon. Die Faxe sind ja unfähig. Vielleicht im Maschinenraum das Bücherregal nochmal zurückdrehen jetzt. Nee, nein? Das geht nicht. Bist du sicher? Das haben wir doch gesehen, da war nicht mehr die Option, das Buch zurückzustecken. Ich gehe jetzt da hin und wenn wir da nichts haben, machen wir dann grad. Mal ein Brötchen. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz gut. Ein bisschen trinken, das Gehirn wieder frisch machen. Mhm. Weil so langsam gehen uns echt Ideen aus. Da sind wir so schön weitergekommen. Unser Inventar hat wieder Hoffnung gebracht. Und jetzt? Das ist der letzte Versuch. Genau. Tja, weil irgendwas müssen die auf jeden Fall noch herstellen. Das auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch wirklich nur so simpel wie mit dem Kreuz vorhin, dass wir nicht richtig geguckt haben und tada. Meinst du wirklich? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt so eklig. Ja, und ich habe glaube ich gerade was gesehen. Was denn? Erstmal ist hier wieder die Uhr, ne? Ja. Obwohl das Buch noch draußen ist, also irgendwas stimmt hier nicht. Wieso? Wir haben doch das, was wir brauchen. Na klar, haben wir das. Aber... Ich dachte, das Holz da wird mir jetzt verraten. Da ist das mit den Rechnungen. Tja, und da ist das Blatt mit dem Zug. Der hat irgendwas zu sagen. Jeder zeigt nur, dass man das aufkurbeln muss, damit der wieder läuft. Und sonst steht da nur Zahlen, die man sowieso nicht lesen kann. Ich dachte hier wegen dem Schild. Aber. Es
So, liebe Leute, ich denke, wir machen mal einen Cut und gucken uns ein bisschen um. Dann melden wir uns später wieder. Ja, machen erstmal eine Trinkpause. Okay. Also, tschüss.